Hallo Fans und Freunde der Vienna zu einem Plauderstündchen Spezial. Heute geht es ein bisschen in eigener Sache. Ich möchte euch gerne Informationen, interne Informationen weitergeben hier an euch und euch ein bisschen informieren, was ich so dieses Jahr noch vorhabe. Und ja, Carmen Vienna ist ein Jahr alt. Ich mache das seit einem Jahr hier auf YouTube, die Vlogs. Habe vieles gelernt, viel Positives, aber auch viel Negatives. Danke für eure lobende Worte, danke für euren Support und Unterstützung. Das gibt mir Kraft, das hat mich auch weitergebracht und auch meinen Horizont eröffnet. Und ich habe dabei vieles gelernt und das spornt mich auch an, weil ich finde, dass wir gemeinsam viel erreichen können für diesen Verein und auch viel lernen können voneinander und auch diese Vielfalt auch hier schön präsentieren können. Und das war auch der Sinn und der Zweck, weswegen ich Carmen Vienna gegründet habe und ins Leben gerufen habe, um euch und auch anderen zu zeigen, wie die Fans so drauf sind bei der Vienna und was wir so machen und wie wir so unser Fansein leben. Und das hat, glaube ich, auch einiges an Echo, Medienecho nach sich gezogen und stimmt mich froh. Ja. Und viele Dinge sind auch kopiert worden vom Bundesliga-Clubs. Hat mich auch persönlich sehr gefreut, weil, wie gesagt, es zeigt, dass ich auch viel bewegt habe und das freut mich eben sehr. Und das freut mich eben sehr, dass auch vieles euch taugt, dass es euch gefällt. Und wie gesagt, danke euch. Danke auch an den Grimi zum Beispiel, der mit unterwegs im Abseits sich hier eingebracht hat. Danke an den Robert Heidinger, der hier auch einiges mit mir gemacht hat, mir gezeigt hat und sich auch dann auch eingebracht hat. Und ich hoffe, dass auch in Zukunft hier viele Leute sich einbringen. Und ich habe auch viele sehr, sehr interessante Ideen bekommen. Viele Dinge passen hier gut zu Carmen Vienna. Einige Sachen würde ich eher im Verein schicken, weil das eigentlich mehr mit dem Fußball zu tun hat, den der Verein hier umsetzt. Würde ich Carmen Vienna mehr für den Fanbereich sehen, was die Fans erleben, was die Fans interessieren und so weiter. Und da gibt es viel Geschichtliches und da gibt es auch viel abseits des Stadions bzw. der Matches. Und ja, also danke euch, dass ihr euch so positiv einbringt und weiterhin bitte schreibt mir unter die Videos, Kommentare, was euch interessiert und was ihr glaubt, dass auch noch hier auf Carmen Vienna ganz gut passen würde. Leider Gottes habe ich auch viel Negatives gelernt. Erstens einmal die Aktion bzw. das Verhalten der Vereinsführung mir gegenüber bzw. auch dann später Carmen Vienna gegenüber, die ich persönlich überhaupt nicht nachvollziehen kann, weil wenn ich einen Verein führen würde, dann würde ich mich sehr freuen darüber, über jeden, der sich hier einbringt und jeder, der hier einen kleinen Teil hier beibringen könnte oder dazu bringen könnte, um den Verein besser zu machen, zu stabilisieren. Und meins ist halt das Medientechnische, da kenne ich mich aus, Fotografie und jetzt auch Videos, Internet etc., also da könnte ich meiner Ansicht nach viel einbringen, aber der Verein hat gemeint, nein, nicht mit dem Stefan Dolleschall. Es ist auch die Anfrage von der Damenmannschaft gekommen, ob ich hier Mannschaftsfotos und Einzelbilder machen würde. Natürlich würde ich das sehr gerne machen, aber was werde ich verlangen? Schon. Nein, die Vereinsführung, vor allem der Medienbereich, hat gemeint, auf keinen Fall mit dem Stefan Dolleschall. Jetzt muss die Damensektion einen Fotografen organisieren und bezahlt, der irgendwelche Fotos macht. Lieber bezahlen, als dass sie Fotos bekommen vom Stefan Dolleschall. Kann ich ehrlich gesagt nicht nachvollziehen. Ja, verstehe das nicht, dass hier persönliche Empfindungen im Vordergrund gestellt werden vor, weiß ich nicht, geschäftlichen Überlegungen oder prinzipiellen gestalterischen Überlegungen. Aber was haltet ihr davon? Schreibt bitte unten in die Kommentare, was ihr davon haltet, wenn ein Verein dann sozusagen eine Persona non grata, dass die Leute hier schneidet, weil es ihnen halt nicht die Nase gefällt oder ihnen halt das Verhalten nicht taugt. Ich meine, wir sind ein kleiner Verein. Ja, das sollte man auch nicht vergessen. Wir sind nicht so groß und auch finanziell auch nicht so groß aufgestellt, dass man hier sagen kann, ja, nur der taugt mir nicht und dann bezahle ich lieber. Also könnte mir hier gut einbringen. Wie gesagt, das habe ich auch versucht. Bin dann halt rauskomplimentiert worden.
okay, akzeptiere ich, respektiere ich, ja, wenn man das halt so umsetzen muss. Aber ja, wie gesagt, habe auch viel gelernt durch Kammern Vienna, habe da viel umsetzen können mit euch, das hat mich auch sehr gefreut. Und wie gesagt, verstehe ich ehrlich gesagt von Vereinsseite her nicht. Ah ja, und dann das Video. Mir fehlen die Worte. Ich meine, ich möchte etwas haben, was mich stolz macht auf meinem Lieblingsverein. Ja? Ich möchte die Spieler, ich möchte die Funktionäre, ich möchte jeden, der hier mitarbeitet, bewundern können. Ich möchte mich freuen. Und dann, ich meine, was soll das darstellen? Oder bin ich der Einzige, der das Gefälle von 2017 und das heute sieht und es macht mich traurig. Es macht mich traurig. Wem fällt bitte sowas ein? Wem das? Es ist beschämend, das zu sehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist nicht professionell, es ist nicht interessant, es ist einfach nur ein. Ich meine, wenn die Vienna sich als erste Kraft im Fußball etablieren möchte und ganz rauf in die Bundesliga, so wird es sicherlich nicht passieren. Ja. Es gibt viele Verbesserungsmöglichkeiten, aber ein Rückschritt ist sicherlich keine Verbesserung. Ja. Und man kann auch Videos spontan machen und man kann auch manchmal ins Klo greifen, das akzeptiere ich vollkommen, aber ich meine, hier wird absichtlich der Kahn in den Dreck gefahren. Das ist meine Meinung. Und ich meine, ich habe eine Ahnung von Medienarbeit und ich habe eine Ahnung von Fotografieren, ich habe eine Ahnung mittlerweile auch von Videos und ich weiß, dass auch Low Budget viel möglich ist und dass man ein Team bilden muss, ja, auch wenn man wenig Leute ist, dann muss man delegieren, dann muss man versuchen, auch Leute an Bord zu holen, vielleicht mit denen man persönlich nicht so gut kann, Hauptsache es ist ein gutes Ergebnis dabei rauszukommen, ja, aber nur die Fans anfeinden und aushauen und ihnen das Hackl ins Kreuz hauen, ja, das kann es bitteschön nicht sein. Da kann ich der Vereinsführung nur sagen, reißt euch endlich einmal zusammen. Ja, holt eure eigenen Befindlichkeiten raus aus der Schublade und lasst uns in Ruhe. Nur böse E-Mails schreiben, nur böse Fans, ja, und einmal nachdenken, dass man vielleicht auch etwas ausgelöst hat bei anderen Leuten, denen man gegenüber sitzt oder mit denen man zusammen sein möchte und zusammenarbeiten möchte. Weil auch der Fan ist ein Teil des Vereins. Das muss, glaube ich, der Vereinsführung irgendwann einmal aufgehen, dass das nicht immer der Fan als Feind gesehen wird. Und sich da mal ein bisschen zusammenreißt und versucht auch einmal auf die Leute zuzugehen und freundlich zu sein. Und da mal Kritik zuzulassen. Aber man macht ja eh schon so viel für den Fan. Man macht ja eh schon so viel in den Medienbereichen. Ja, sieht man. Bitte macht in dieser Richtung weniger. Und die lustigen Quizzes, bitte hört damit auf. Bitte hört mit diesen Quizzen auf und mit diesen lustigen Suchbildern und mit den peinlichen Fotos, wo die Leute sich gegenseitig ins Gesicht spucken. Leute, was soll das? Das darf doch nicht die Wahrheit sein. Uns nimmt ja bald keiner mehr ernst. Ehrlich wahr. Aber Hauptsache schimpfen, Hauptsache hinterm Rücken der Leute schimpfen. Glaubt ihr, das hören wir nicht? Glaubt ihr, ich erfahre das nicht? Aber ja, das ist die neue Politik auf der Hohen Warte. Neue Vereinsführungspolitik. Dankeschön. Und ja, wie gesagt, ich habe auch viel Positives von euch, von den Fans gehört.
aber leider Gottes halt auch einiges Negatives. Ich finde es gut, dass Kritik reinkommt. Ich finde es gut, dass ihr euch hier einbringt, dass ihr etwas sagt, was auch stört oder was ihr weniger gut findet. Ganz klar, nur so kann ich mich verbessern. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, einige Kritiken, die da reingekommen sind und die ich auch gehört habe, sind eher gehirnbefreit, sagen wir mal so. Ja, es gibt da einige Herrschaften bei der Vienna, die sich Fans nennen und schon lange Fans nennen, wo ich ganz ehrlich sagen muss, das ja, kann ich ehrlich gesagt auch nicht nachvollziehen. Wir sind ein kleiner Verein oder ein kleiner Fangruppe und dann sich auch noch gegenseitig das Hackel ins Kreuz hauen, ich glaube nicht, dass das sehr sinnvoll ist. Ja. Das schwächt uns als Community. Ja. Wir müssen nicht jeden lieben, wir müssen nicht mit jedem gut auskommen, das ist vollkommen klar. Aber ich habe bei manchen Leuten das Gefühl, dass sie Spaß daran haben, jemanden die Knackwatschen, verbal die Knackwatschen zu verpassen. Ja. Da gibt es ein paar Spezialisten, wenn ich bei den Matches bin oder auch hier im Internet lese, da werde ich mittlerweile schon als Lügner bezeichnet. Ja. Kind umso weiter, kindisch sowieso und ja, Rückgrat und was weiß ich was alles. Ja. Und ich kann es nicht nachvollziehen, das ist reine Polemik. Ja, da geht es nur darum, zu verletzen und muss ganz ehrlich sagen, da bin ich nicht dabei. Dazu ist mir meine Zeit und meine Energie zu schade. Das sage ich euch ganz ehrlich. Ja. Ich habe mir gedacht, dass es schwierig werden wird, dass es einen langen Weg braucht, dass es aber so hart wird, vor allem von den eigenen Leuten dann sozusagen geteased zu werden. Ja, von mir aus. Ja. Ich meine, wir sollten eher jetzt zusammenhalten. Wenn etwas nicht passt, klar aussagen, versuchen die Leute zu unterstützen. Ich möchte auch euch gerne unterstützen. Ich habe gehofft, dass Kammern wie eine Plattform auch für euch wird, dass ihr euch hier einbringt, dass wir Kleinfeldturniere bewerben, dass wir die Supporters bewerben, alles und so weiter. Und das funktioniert auch sehr gut. Danke auf jeden Fall für eure Unterstützung. Danke, dass ihr mich hier einladet, dass ich hier willkommen bin. Das finde ich echt super, dass wir auch hier manchmal diskutieren, streiten und versöhnen. Das alles ist menschlich, das ist gut so, das finde ich auch notwendig, aber es gibt aber gewisse Leute hier bei der Vienna, nur reinschimpfen und nur über meine Person und richtig persönlich beleidigend sein und auch noch ins Gesicht lügen, mir ins Gesicht lügen und auch anderen Leuten Lügengeschichten erzählen. Das sind definitiv nicht die Wahrheiten. Ja. Und da bin ich ehrlich gesagt nicht die richtige Person dazu. Ich bin hier kein Mensch, der so reinstreitet, sondern ich bin hier ein Beobachter. Ich möchte euch gerne und auch anderen Leuten gerne etwas zeigen, das umsetzen und so weiter und auch mich einbringen. Das ist meine Freizeit, das mache ich sozusagen neben dem Job. Wenn ich am Abend nach Hause komme, setze ich mich noch hin, schneide die Videos, schreibe Konzepte, versuche da ein bisschen was zu recherchieren, versuche meine Ideen hier umzusetzen, organisiere das Ganze, die Fangespräche oder dieses Plauderstündchen und so weiter. Das ist viel Arbeit, ja, das macht mir Riesenspaß, das ist der richtige Ansporn für mich. Und auch Kritik finde ich dann auch gut, weil ich sehe, dass sie ein Teil sind, etwas Neues zu machen und das umzusetzen, aber dann meine Person persönlich auch noch anzugreifen und dann mich auch privat, ja, das reicht mir dann auch irgendwann einmal. Ja. Ich bin kein Streiter, sondern ich bin jemand, der sagt, okay, wenn es nicht gewünscht ist, wenn ich hier als, was weiß ich, als Lügner dargestellt werde oder als Selbstdarstellung und so weiter und dass mir das im Vordergrund steht und was ich da alles auch gehört und gelesen habe, dann muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich eher jemand, der geht. Ja, dann, ich habe nichts von den Matches, ja, ich drehe die ganze Zeit, ich versuche das eben zu dokumentieren. Dann gehe ich lieber zu den Spielen, kaufe mir ein Bier und schaue mir das an in Ruhe und gehe meines Weges. Und wenn gemeint wird, dass ich hier nicht die richtige Person bin, auch das nicht richtig umsetze, dann muss ich ganz ehrlich sagen, lasse ich es lieber bleiben. Und das ist eben das, was ich euch eben sagen möchte. Ich möchte hier eine kreative Pause machen mit Kammern Vienna. Ich möchte mich hier gerne neu konzipieren, neu aufstellen. Ich möchte gerne versuchen, neu das auch zu strukturieren. Und sehe ja auch, dass die Matches, also zumindest die Matchberichte, die ich mache, nicht mehr so angenommen werden von euch, dass das nicht mehr so stark angeschaut wird von euch und das
Und diese Kritik sehe ich dann auch als Ansporn, hier das auch neu zu konzipieren und neu umzusetzen und ja, das einfach neu zu gestalten. Die Fangespräche finde ich sehr, sehr gut. Ich sehe es ja auch, das wird sehr, sehr gut angenommen und versuchen auch vielleicht andere Leute da auch zu motivieren, hier bei Kammern Vienna mitzumachen. Aber wie gesagt, ich möchte gerne eine Auszeit nehmen und das eben neu zu strukturieren. Wie gesagt, ich habe jetzt über die Feiertage, haben wir auch die ganzen alten Videos nochmal angeschaut. Ich finde, ja, es ist viel passiert dieses Jahr. Es wird auch noch viel passieren in diesem Jahr. Wir haben ein Jubiläumsjahr, ja, das sollten wir alles auch gut präsentieren. Aber alles halt mit Hand und Fuß und gut konzipiert. Und wie gesagt, heute beginnt die Trainingssaison bei der Vienna. Am Samstag beginnt das erste Testspiel gegen den ASV 13. Und dann wird sich auch vieles tun und ich werde schauen, dass ich bis zum Meisterschaftsstart das neu umgesetzt habe und hoffe auch, dass euch das zukünftig gut gefallen wird, was ich mache und ihr euch weiterhin gut einbringt. Und an die Kritiker, ja, viel Spaß, macht es selber mal besser. Ja. Nur reinzuhauen, und zwar manchmal im wahrsten Sinne des Wortes auch wirklich reinhauen und nur reinschimpfen. Ja, viel Spaß. Österreich, Land der Raunzer. Aber ich bin kein Raunzer. Ich möchte gerne jemand sein, der etwas Neues umsetzt und etwas tut für den Verein. Und das war mein Ansporn. Und das war, weswegen ich auch angetreten bin, nicht nur das zu machen, sondern auch die Fotos für den Verein. Aber wie gesagt, wenn ich spüre, dass ich nicht willkommen bin, wenn ich spüre, dass es nicht passt, dann lasse ich es auch gerne bleiben. Meine Lieben, in diesem Sinne, passt mal auf meine Vienna auf. Ja. Lasst euch nicht unterkriegen und ich hoffe, ihr unterstützt den Verein weiterhin gut in Zukunft und in diesem Sinne, Kammern Vienna.